Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch Experiment. Heute gucken wir uns direkt die Fälle an, denn ich nehme die ganze Sache schon früher auf als an einem Sonntag und bis jetzt wird nur noch keiner gebannt von den Suspects. Möglicherweise werden die morgen oder übermorgen weg, sonst nehme ich auch immer erst Montag oder Dienstag auf, aber heute muss ich schon etwas früher aufnehmen. Also, noch kein Ban am Start, wir gucken direkt in die nächsten Fälle rein, fügen die unserer Datei hinzu und gucken dann halt danach, wer von denen alles gebannt wurde und wer nicht. Los geht's, Fall Numero Uno. Ich habe für euch jetzt auch einen kleinen Einzelfall vorbereitet für jetzt kommende Woche, beziehungsweise für diese Woche, mittlerweile ist bei euch ja schon die Woche. Da ist nur ein Fall, so wie früher, nur ein einziger Fall drin und was waren das eben für... oh Gott, das will, die sind ja alle am Hin und Her fliegen. Okay, alles klar. Also, was ich sagen wollte, ein Fall mit einem Overwatch drin, so wie früher. Ein Fall, ein Video, dann noch ein bisschen Geschnacke und sowas, was ihr dazu sagt. Und mit einer Frage halt im Video drin, ne? So. Also hier scheint die ganze Lobby am Reinkeckeln zu sein. Zwei Mates, Minimum, habe ich schon gesehen, die rumschweben. Müssen wir jetzt auch nicht genau angucken. Scheiße, Untreif. Also ich sehe es ja dann eh, wer gebannt wurde und wer nicht. Übrigens haben wir tatsächlich letzte Woche... Donnerstag oder Freitag, live im Stream mal wieder die Meldung bekommen. Diese Overwatch-Meldung, ihr wisst schon, mit diesen Overwatch-XP. Endlich kam sie wieder. Also weg oder kaputt ist es nicht, aber es ist irgendwie gemindert auf jeden Fall. Also ich sehe die Bans ja an den Accounts, aber kriege diese Nachricht nicht. Naja. Gut, hier können wir alles reindrücken, das ist klar. Zack, bumm und weg mit dir, du Lurch. So, der zweite Fall kann ja nur besser werden, ne? Wir haben gerade vor kurzem im Livestream wieder angefangen, mehr Overwatches zu gucken, so gemeinsam eben live. Und haben dann da auch immer drauf gewettet, ob wir einen Spinbotter haben oder eben nicht. Also mit unserer Streamwährung bzw. der Chatwährung. Und das war auch echt eine nice Sache. Also wir haben einmal normale Wetten mit den Bubble-Dollern und einmal so richtige Wetten mit Quoten. Und je nachdem, worauf gewettet wird und wie viele, was, wie und warum wetten, ne? Je nachdem, wie das eben ist, fällt es dann halt dementsprechend aus. Und das war sehr, sehr nervenaufreibend. Leider hatten wir da nicht so viele Spinbotter. Die habe ich aber jetzt, die verschissenen Affen. Also wir haben zwei Overwatches an einem Abend gemacht oder drei? Ich habe zwei. Und natürlich waren sich schon einige sicher, dass das Spinbotter sind, ne? Und ja, waren sie aber nicht. Das eine war sogar fast legit. Also das war echt insane. Da war am Ende haben wir dann gesagt, naja, komm, wahrscheinlich schon so ein bisschen Vision Assist, ne? Im Stream habe ich die guten Fälle und hier habe ich die Kackvögel. Danke, danke, wirklich danke, ja. Immerhin werden die weggebannt, die Affen. An sich ist es auch gar nicht so schlimm. Nur, wenn ich die Dinger hier dann immer direkt schneide, zack, zack, scheiß Fall, kurz weg mit denen und dann warten muss jedes Mal 8 bis 10 Minuten, bis ein neuer Fall kommt, hocke ich hier 40, 50 Minuten an so einer verschissenen Aufnahme und habe fast nichts dabei. Das ist halt echt dumm. Ich meine, klar mache ich im Hintergrund halt noch andere Dinge, aber das ist echt ein bisschen arg nervig hier. Ein bisschen arg nervig, komm schon. Ach Gott, und da sind wir ja schon, der dritte Fall, na also, bitte, bitte. Kein Spinbotter. Obwohl er wieder recht fix war, der Download. Also es könnte eine Kacknase sein. Ich habe gerade extra vor dem Video noch ein anderes Overwatch angenommen. Ach Gottes Willen. Immer bevor ich in die Aufnahme gehe, gucke ich mir schon mal den ersten Fall an, den ich da habe. Dass, falls es ein Spinbotter ist, dass ich ihn direkt wegschmeißen kann. Und das war dann sogar ein vernünftiger Fall. Also zwar auch einer, der anhatte. Vision Assist war auch auf Mirage. Aber der war wenigstens gescheit. Da kann ich 3, 4, 5 Minuten diesen einen Fall anhaben und wir können uns den angucken. Das ist halt echt kompletter Schmarrn, ne? Also wenn die nicht alle weggebannt werden, dann werde ich aber Valve richtig böse. Richtig böse. Jetzt ist der auch noch AFK. Mit seinem Scheiß. Wie gesagt, immerhin haben wir da ein bisschen Bannmaterial dann für nächstes Mal. Aber es ist schon haarig. Ich nehme jetzt 30 Minuten auf und wie viel Video haben wir? Keine Ahnung, 2 Minuten. Aber dafür ist mein Desktop jetzt komplett aufgeräumt. Yeah! Ja Mensch, hey, es geht doch. Fall Nummer 4. Also wenn das auch schon wieder ein Spinbotter ist, dann heißt die Folge einfach nur Spinbotter oder sowas. Und das war's dann. Also da hätten wir ja wirklich richtig ins Klo gegriffen heute. Der ist immerhin ein bisschen länger. Also es könnte sein, dass es jemand ist, der gescheit guckt. Bitte! Ich hoffe, eure Daumen sind gedrückt. Oh, Office. Oh, oh, oh. Uff. Das sieht schon mal nicht gut aus. Obwohl bei unseren Wetten auch ein Office-Fall dabei war. Und da war dann tatsächlich jemand, der ganz normal gespielt hat, du Affe. Also das überspannt den Bogen wirklich komplett. 4 Fälle, 4 Spinbotter. Und nicht einer hat einen Knife am Start. Also ich weiß echt nicht, ob dieses Video hier mit den 4 Spinbottern arg viel länger sein wird, als das eine mit einem echt guten oder besseren Fall zumindest, der sich euch morgen übermorgen irgendwann die Woche hochladen wird. Also das ist zumindest, ich glaube, 6 Minuten lang. Was haben wir hier? 2? Tschüss. Weg mit dir.
Das ist schon wirklich beschämt, aber so sind sie halt, die Cheaterlein. Ich werde mich jetzt ranhocken für ein paar weitere Videos hier bezüglich der Operation. Also ich habe bis jetzt erst das hier unten gemacht, diese Wingman-Geschichte. Die Bot-Mission wird dann bald noch rankommen. Die Premiere-Sache muss ich zu Ende machen und den gesamten Rest eben auch. Ich hau dann ordentlich rein. Vielen Dank fürs Zusehen. War jetzt halt, wie gesagt, dumm, dass wir nur irgendwelche Kackvögel hatten, aber ich kann leider nichts dran ändern. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, also morgen im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Es wird gestreamt jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes, vielen Dank fürs Reinschauen. Ada. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.